Moin Moin! Ihr fragt euch wahrscheinlich, was der Görst noch um diese Uhrzeit bei den Temperaturen, weil ich habe noch einen dicken Pulli an, bei den Bienen sucht. Wir wandern in die Kirschen heute. Mich hat vor 2 Tagen einer mit einer Obstplantage angerufen. Dem ist irgendwie der Imker, den der seit 10 Jahren hatte, abgesprungen. Und eigentlich hat man immer so ein bisschen Probleme in Kirschplantagen oder Obstplantagen im Allgemeinen reinzukommen, weil genau die Gründe sind, ne? Wenn du einen Imker hast, dann hast du den für ein paar Jahre. In dem Fall jetzt mal mein Glück. Wir reden da irgendwie von einer nicht ganz so großen Plantage, hat irgendwie 3 Hektar Kirschen plus nochmal irgendwie 3 Hektar Pflaumen. So dass wir da jetzt mit, ich sag mal, mit 10, 12 Völkern oder sowas reinwandern, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall ganz gut. Besser als hier im Frühjahr, ganz klar. Ne? Zumindest für die nächsten 3, 4 Wochen, wenn die Kirschen da blühen, ist das auf jeden Fall der bessere Ort. Wobei ich geguckt habe, wer die Honigräume haben vor 3 Tagen draufgesetzt. Bei den ersten Völkern waren die gestern Abend, als ich hier den Anhänger hergebracht habe, habe ich mal oben reingelugt und da waren die oben schon komplett drin in den Honigräumen. Also das scheint nach vorne zu gehen. Es ist auch relativ früh dieses Jahr, weil ich nämlich in 3 Tagen auch mit dem Rest der Völker, mit der anderen Hälfte, irgendwie in den Raps wandere. Also ich habe ganz selten erlebt, dass vor April die Rapsblüte anfing. Muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir relativ früh. Jetzt hoffe ich mal, dass das nicht wieder so ganz kalt wird. Aber wenn du dann schon in so einer schönen Massentracht stehst, dann ist es halt auf jeden Fall besser als irgendwo anders, weil selbst wenn du dann schlechtes Wetter hast, musst du da die Bienen wenigstens nicht füttern. Ja, wir gucken mal. Ich nehme euch mit. Wir laden jetzt hier alles ein. Ganz wichtig bei so Geschichten ist immer Bodenschieber rausmachen, dass sie unten Luft kriegen, wobei das jetzt bei den Temperaturen noch nicht ganz so schlimm ist. Wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie 5 Grad. Das heißt, da verbrauchst du nicht so schnell was. Das ist kalt genug. Aber Bodenschieber raus, ordentlich Spanngurt oben rum, dass die Dinger nicht fliegen oder auseinander gehen. Vorne ist Flugloch, das mache ich mit einem Schaumstoffstreifen, mit so einer Hinterfüllschnur für Versiegelung zu. Und dann geht's los. Ich nehme euch mal mit rein und dann könnt ihr mir zugucken, wie ich ackere. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal beim Losfahren und dann in der Plantage. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin das erste Mal geschwitzt und das trotz 5 Grad. Ich bin dann soweit fertig, 10 Völker eingeladen, Paletten eingeladen, das sind so Kunststoffpaletten, so halbe IBC-Paletten. Die kann man immer schön als 2 Aufstellungen nehmen, dann kannst du an den Bienen schön rechts und links lang. Wie gesagt, unten die Windeln raus, damit es ein bisschen Belüftung hat, welche Wind drin warten. Schön mit Gurten drum auf dem Anhänger, vernünftig die Beuten runtergezurrt, dass die sich jetzt nicht bei der Fahrt bewegen. Schön als Klotz nochmal zusammen, dass da keine Bewegung reinkommt, ein bisschen Fahrt vorsichtig fahren muss man ja trotzdem. So, jetzt mache ich mich auf die Plantage, auf den Weg in die Plantage und dann sehen wir uns da gleich. So, wie gesagt, alles vernünftig runtergezurrt, was irgendwie runter zu zurren geht, sodass es nicht durch die Gegend poltert. Die Beuten sind in sich mit einem Block, also mit einem Gurt gesichert, dann als Block zusammen und die einzelnen Beuten nochmal nach unten, sodass die bombenfest auf dem Anhänger sitzen. Also da sollte nichts passieren. Das Schöne bei so beplanten Anhängern ist, dass die halt auch nicht so viel Zug abkriegen, ne, dass die jetzt hier nicht vom Wind gepeitscht werden bei der Fahrt. Von daher ist das immer ganz cool und ja, dann hoffen wir mal, dass alles gut geht. So, wir sind angekommen. Das sind, wie gesagt, hier ungefähr 3, 3,5 Hektar Kirschen, ganz verschiedene Sorten. Die ersten frühblühenden
die vorne an den Reihen stehen, die sind jetzt schon, die haben jetzt die ersten 5 bis 10% der Blüten offen. Der Rest folgt jetzt. Der sagte, das wird jetzt hier in den nächsten Tagen schön weiß werden. Hinten haben wir nochmal gut 3 Hektar Pflaumen, die auch schon zu Teilen blühen. Also da habe ich eben schon die ersten weißen Flecken gesehen bei irgendwelchen früheren Varianten. Dann hat er hier noch ein bisschen Erdbeeren stehen. Die dauern natürlich noch ein bisschen, ne? Die bringen mir jetzt noch nichts. Dann hat er gegenüber auf der Straße irgendwie noch mal ein paar Äpfelbäume, die dann demnächst kommen. Also ich glaube, alles in allem sind das irgendwie 5-6 Hektar an Obstbäumen. Sodass wir hier, denke ich, wenn das Wetter halbwegs mitspielt, ein bisschen Honig ernten können zur Besteuerungsprämie zusätzlich. Von daher bin ich da ganz zufrieden. Wie gesagt, ich kann jetzt hier eine Reihe aufstellen, da kommen hinterher die Netze drüber, die Vogelschutznetze. Ein Teil der Kirschen, die stehen, die kriegen ein Foliendach, dass die vor Regen geschützt sind. Da muss man allerdings immer ein bisschen aufpassen, dass die oben sozusagen die Möglichkeit haben, aus den Ecken rauszufliegen, weil Bienen da so ein bisschen doof sind. Die, wenn man irgendwie was hat, was wie so eine Art Giebel bildet, wo die Ecken zu sind, da verfliegen die sich gern mal. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn man irgend sowas hat, dass die sozusagen den Giebel oben oder den First, dass da immer irgendwelche Löcher sind, dass die aus den Ecken raus können. Und ansonsten hast du da ziemlich viel Totenfall, weil die sich da einfach kaputt fliegen. Ja, dann habe ich mit ihm ein bisschen geklärt, wann der spritzt. Also der spritzt wirklich erst wieder in Insektizide, sage ich mal, wenn ich hier raus bin aus den Kirschen in 3 oder 4 Wochen. Ne? Mal schauen, wie lange das geht. Das ist so ein bisschen wetterabhängig. Und ja, bin gespannt. Das erste Jahr hier. Wenn das gut klappt, bin ich hoffentlich die nächsten Jahre auch hier, weil das eigentlich echt schön ist. Das ist von mir zu Hause irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten Fahrt. Also im erträglichen Rahmen. Alle, die sonst wandern, lachen wahrscheinlich über die Fahrten, die sonst dagegen machen. Ja, wir packen mal aus und dann zeige ich euch gleich, wie es aufgebaut ist. Viel Spaß! So, bei den Stöcken ist auch wieder Ruhe eingekehrt. Die waren natürlich nach dem Transport jetzt etwas aufgebracht. Die ersten paar Damen fliegen sich langsam ein. Wie man schön sieht, habe ich davor so ein bisschen Folie gelegt. Als so eine Art Anflugbrett, beziehungsweise dass das Gras vorne nicht so direkt hochwuchert. Und dann tun sich die Damen ein bisschen leichter. Und man muss nicht direkt davor Rasen mähen. Wie gesagt, jetzt stehen hier 10 Völker. Und sieht so ein bisschen, hier habe ich ein bisschen im Abstand gemacht. Die stehen jetzt genau im Prinzip in der Mitte dieser Plantage, sodass die in alle Richtungen ungefähr 500 Meter fliegen können. Ich denke, damit sollte das gemacht sein. Wenn man jetzt natürlich größere Plantagen hätte, müsste man da vielleicht nochmal gucken, dass man die ein bisschen aufteilt, ne, dass die so ein bisschen verteilt stehen in der Plantage. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so riesengroß, von daher sollte das funktionieren. Ein bisschen den Damen noch zugucken. Wie gesagt, die ersten fliegen sich so langsam ein. Aber ich denke, wir haben jetzt gerade noch 8 Grad oder sowas. Das wird noch ein bisschen mehr. Ich bin das nächste Mal am Mittwoch hier, wenn ich die anderen Völker den Raps ziehe. Dann schaue ich danach hier einmal vorbei, ob da drin irgendwas verrutscht ist. Wobei es eigentlich im Moment nicht sein kann, weil ziemlich viele Waben drin sind und die ziemlich gut verkittet sind. So, wir sind soweit durch hier. Die ganze Aktion hat jetzt irgendwie 2 Stündchen gedauert mit Einladen, Herfahren, Ausladen, alles wieder zusammenpacken. Also ganz okay. Ich mache mich jetzt nach Hause, frühstücke erstmal eine Runde und bei den Damen gucke ich am Mittwoch vorbei und ich hoffe, dass dann auch schon die ersten Kirschblüten offen sind oder mehr als jetzt, sodass wir ein bisschen was sehen und die Damen auch ordentlich eintragen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen darauf da, einen Kommentar könnt ihr gerne runterschreiben, Fragen, Anregungen. Und wir sehen uns, glaube ich, bei der nächsten Wanderung in den Raps. Und bei der Durchsicht hier. Danke fürs Zuschauen. Tschö.